viele Menschen, die haben ihr Bedürfnis nach Autonomie so sehr wie möglich erfüllt und haben allen Boden unter den Füßen verloren und wissen nicht mehr, wo sie zu Hause sind. Und andere haben Angst vor dieser großen, weiten Welt und bleiben in ihrer kleinen Klitsche sitzen, leiden daran, dass sie einfach das Gefühl haben, dass sie sich überhaupt nicht frei und autonom entfalten können, weil ich da in irgendeiner Gemeinschaft festhänge und nur das machen darf, was die da richtig finden, da kriegt man Fernweh. Und das tut im Hirn weh. Und wenn man das ganze Leben lang zugebracht hat, irgendwo in der Welt wie so ein Schmetterling, dann kriegt man Heimweh. Weil hier ein anderes Bedürfnis verletzt wird, nämlich das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wenn man es dann genau nimmt, merkt man dann, dass das eigentlich immer um dieses Wechselspiel geht, also Yin-Yang. Man möchte sozusagen gleichzeitig verbunden sein und gleichzeitig frei. Ja, wunderbar. Das lernen wir jetzt gerade, wie man gleichzeitig verbunden sich fühlen kann und gleichermaßen frei.